ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass nachdem es ja so viel Unruhe auch wegen der Fußgängerampel gab, dass es jetzt dann doch geklappt hat. Die Elternbeiratschaft und die Schule, Ortsbeirat, hatten das ja initiiert. Wir als Stadt haben es dann beantragt, die Fußgängerampel. Und jetzt sind wir wirklich sehr froh, dass wir die Ampel hier errichtet bekommen haben. Und ich hoffe natürlich auch, dass jetzt, wenn die Schulbeginn ist, dass die Autofahrer hier wirklich auch vorsichtig durch den Ort fahren, weil das ist das, was wir immer beobachten können, dass hier durch den Ort, also gefühlt zumindest, gerast wird. Bei den Geschwindigkeitsmessungen sind es sicherlich wenige, die deutlich drüber sind. Aber das ist, wie gesagt, das, was wir ja auch festgestellt haben mit unseren Geschwindigkeitsmessungen. Und ich denke, es wird ja auch weiterhin noch prüfend begleitet von Hessenmobil, das Ganze. Und wir hoffen, dass sie dann auch fest installiert wird, sodass dann die Schüler auch einen sicheren Fußgängerüberweg halt hier auf der Bundesstraße haben. Und ich denke, die anderen Maßnahmen, die werden dann auch im Rahmen der Schule dann auch noch kommen in den nächsten Wochen, Monaten, wo dann Fahrbahnteile an der Werber Straße gebaut werden. Und wir wollen auch noch eine Geschwindigkeitsmesstafel hier aufhängen. Die ist, soweit ich das weiß, auch schon da, leider noch nicht. Und dann denke ich, dann werden die Autofahrer auch und die Verkehrsteilnehmer auch darauf hingewiesen, dass sie zu schnell sind. Und ich merke das auch an anderen Stellen, dass da dann auch deutlich langsamer gefahren wird, wenn eine Messrichtung vorhanden ist. Das wäre es erstmal von meiner Seite. Herzlich willkommen hier in der Stadt Waldeck. Danke, Herr Bürgermeister. Ja, Ausgangspunkt für all das, was uns in den Monaten bewegt hat, war ja eben auch der Neubau unserer Grundschule hier in Sachsenhausen, die wir am 17., das habe ich eben mit Frau Akkus nochmal final besprochen, am 17. um 10 Uhr dann offiziell einweihen wollen. Das ist für die Schullandschaft in Waldeck-Frankenberg ein ganz besonderer Tag, weil eine Schule wird nicht jeden Tag eingeweiht und schon gar nicht jeden Tag eine irgendwo an den Start gebracht, gebaut. So, und in dem Kontext ging es ja dann auch um die Frage, wie können die Kinder sicher zur Schule kommen aus den Neubaugebieten, um eben diese 485er-Bühne ist es, ne, Bundesstraße zu überqueren. Das ist echt schon eine schwierige Situation. Und dann haben wir diskutiert, haben uns beratschlagt mit allen, die jetzt heute auch hier stellvertretend beteiligt sind. Und ich werbe einfach um Verständnis dafür, dass solche Sachen dann auch ein paar Tage brauchen, bis sie zur Umsetzung kommen können. Herr Brüne und Ihnen von Hessenmobil, das hat jetzt prima geklappt und ich glaube, wir werden dann im Frühjahr in den finalen Status kommen, dass wir von der Behelfssituation dann auch in die Dauerhaftigkeit umsteigen können. Das wird, denke ich mal, dann so sein. Und jetzt geht es aber um die da, um die Kinder. Die fangen am Montag an, ist das der erste? Nee, 31. Ne? 30. ist Schultag. Wir haben übrigens 1400 Einschüler, Jungen und Mädchen, die dann am Montag oder am Dienstag in die Schule kommen. Das ist großartiger und wichtiger Moment in ihrem Leben. Aber jetzt kommt es auch darauf an, dass die Eltern behilflich sind, die Querung der Straße mit den Kindern einzuüben. Und dass sie dann auch von dieser Ampel Gebrauch machen und nicht einfach an jeder Stelle rüberlaufen. Jetzt müssen wir auch gemeinsam Verkehrserziehung machen und sie daran gewöhnen, dass genau das der Ort ist oder weiter unten, wo die Straße gequert werden soll. Also da sind wir jetzt alle mit dem Boot, Schule, Eltern, ja, wer auch immer. So, ja. Auch, dass wir zeitnah die Anlage hier auch installieren konnten, passend zum Schulwind. Der Kollege Schmieling hat das wunderbar hingekriegt, trotz der ganzen Corona-Situation, Lieferschwierigkeiten der Firmen, das muss man alles bedenken, der Ausschreibesituation. Deswegen freut es uns natürlich auch. Und wie der Landrat ja schon gesagt hatte, jetzt ist es an den Kindern und Eltern dran, die Anlage auch kräftig zu benutzen, dass wir auch dann hinterher auch eine feste Anlage hinbekommen, weil ich möchte nicht auf die Paragraphen rumhalten, hatte ich ja in der Vergangenheit auch schon immer gesagt, wir werden auch nochmal Untersuchungen durchführen, weil aufgrund der Pandemiezeit und der Neubau der Schule konnten wir die Zahlen nicht richtig erfassen und das ist natürlich auch eine Grundlage, die der Landrat braucht für die tatsächliche Anordnung hinterher. Aber wenn die Anlage mit, sag ich mal, der Anzahl von Kindern, was der Bürgermeister ja auch bescheinigt hat, die aus dem Wohngebiet kommen würden, die reichen alle mal. Und wenn die Anlage vernünftig benutzt wird, sehe ich da auch keine Probleme, dass man, wie der Landrat sagt, auch hinterher eine feste Anlage da installieren können. Wir haben jetzt erstmal die Anlage probeweise aufgebaut. Das wird bis zum Frühjahr nächsten Jahres die Anlage stehen bleiben, weil wetterbedingt können wir jetzt so schnell auch keine neue Anlage aus dem Boden stampfen, bis die Zahlen erhoben werden. Es wird aber so sein, dass wenn eine
feste Anlage installiert wird, dass kein Bruch da ist, sondern wirklich dann vielleicht mal so 2-3 Tage Herr Schmieling, wenn die Umbaumaßnahmen oder maximal eine Woche, da der Überweg dann nicht vielleicht passierbar ist mit einer Anlage, aber die Zeit halten wir so gering wie möglich, um die Sicherheit natürlich der Kinder auch da zu gewährleisten. Die Thema überhaupt so präsent zu machen oder überhaupt dieses Problem, wussten wir nicht, wie lange das dauern wird, aber umso mehr freuen wir uns jetzt, dass es wirklich zum Schulstart klappt, dass unsere Kinder am Montag wirklich den sicheren Überweg haben, dass wir natürlich das einüben und den Kindern auch die Verkehrssituation erklären, das ist klar, das war auch davor schon, aber jetzt freuen wir uns einfach, dass diese Straße einfach für unsere Kinder gesichert ist und dass einfach diese Angst so ein Stück weit genommen ist. Und dafür danken wir natürlich unseren Ortsbeirat, dass sie wirklich an unserer Seite standen, uns geholfen haben, Bürgermeister. Und dass jetzt auch vom Landrat, auch von der Schule her, von Hessenmobil, dass es geklappt hat. Ganz, ganz großes Dankeschön. Alles gut zu werden. Und jetzt liegt es natürlich auch an den Eltern und Schülern, dass die Anlage genutzt werden. Und was noch ein bisschen fehlt, ist an der Schule, das sollte ja eigentlich auch bis Schulbeginn alles umgebaut sein. Das ist schnell. Ja gut, aber ich hoffe, dass das noch passiert. Ja, ihr habt das super gemacht.